Weil wir hier meditiert haben. Ich weiß nicht, ob wir einfach nur warten müssen und dann passiert was oder ob. Ja. Ob einfach sowas passiert. Ich habe auf jeden Fall schon mal Riesenkrebse. Und hier ist alles total verwinkelt. Heavy Shield. Ja, gut. Das war mal angenehm. Oh, Schuriken, die kommen auch mal mit, weil... Ja, weil... Damit öffne ich garantiert diesen Ort. Was ich garantiert noch nicht machen möchte. Oh nö. Euch kenne ich ja auch noch. Jetzt bin ich in einer Ecke. Und ich habe Heiltränke hier. Wow. Okay, Heiltränke hier zu haben ist keine besonders gute Idee. Wo kommst du her? Wer auch immer dich rausgelassen hat. Ich mag ihn nicht. Tür zu. So, jetzt muss ich... Warum bist du überladen? So, ach so, weil er der Anführer ist. Stimmt ja. LP030. Machen wir mal einen neuen Spielstand hier. So. Richtiger Weg, ja. Ich habe eigentlich irgendwie das Gefühl, dass hier so eine Art Ausgang ist. Und ich ihn nur nicht sehe. Aber ansonsten kann ich ja nichts in diesen Fackelhalter reinstecken. Nee. Also ja, hier ist diese Verbindung. War hinter dieser Tür überhaupt was? Bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ah ja. Doch, stimmt, hier war was. Ja, hier war definitiv was. Du kannst ihn wahrscheinlich auch nicht tragen, ohne überladen zu sein. Du bist damit über... Du kannst ihn gerade so tragen. Okay. Ja, hier wäre jetzt wieder der Ausgang. Der Weg zum Ausgang. So, hier wären die ganzen Treppen und so. Das war daneben. Ja, komm. Ein Schaden, das müsste doch besser gehen. Runterlocken kann ich dich nicht. Oh, das Brot. Und die Feuerbomben, die hier unten irgendwo rumliegen. Isst du mal das Brot. Du nimmst die Feuerbomben an dich. Das ist jetzt doof. Au. Und sie ist jetzt zu schwer verletzt. Ja.
Das ist jetzt richtig bescheiden. Wow. Ja, komm. Und ich sollte Special-Fähigkeiten benutzen. Weißt du was? Ich schummel jetzt mal kurz ein bisschen. Na, das war falsch. Wir wissen, was passiert. Nein, ich kann sie nur wegschieben. Au. Das ist nicht so toll. Das war überhaupt nicht toll. Das war hochgradig doof. Also gut. Die Rüstung habe ich noch nicht. Nein. Aber ich weiß, wie man an sie rankommt, zum Glück. Ich habe aber immer noch den blöden Krabbler im Weg. So. Wow, ja genau. Machen wir es mal so. Wow. Ah, das war nicht so toll. Das heißt, wieder zurück zum Heilkristall. Oder einfach rasten. Und du hast Hunger. Also isst du mal das Brot. Du machst mal kurz einen Heiltrank für ihn. So. Und dann geht's wieder los. Ich werde ja noch diesen einen Krabbler, diese eine Riesenkrabbe, die übrigens nichts zu essen droppt, obwohl man Krabbenfleisch essen kann. Ja, irgendwie noch besiegen. Hallo, wo steckst du? Da steckst du wohl, hä? Jawohl. Oh. Nur nicht in eine Sackgasse kommen. Na, normalerweise müsste der Bash gut gegen dich wirken. Au. Schnell nach oben. Bevor sie mir wieder den Weg blockiert. Wow. Wow, das war mal ein schöner Crit. Ja, und tatsächlich, mit dem Ziehen geht das wirklich viel schneller, das Zaubern. Und ich muss sagen, Tarion macht damit auch gar nicht mal so wenig Schaden. So, wir haben nicht mehr genug Pfeile. Mal wieder. Wow. So, komm her. Das war daneben gehauen. Bringt das blöde Ding endlich um. So. Pfeile haben wir wieder. Fast alle. Was liegt da lang? Eine Wand. Und da habe ich einen Knopf gesehen.
Okay, ich habe jetzt gerade einen Knopf gedrückt, der weiß Gott was gemacht hat. Ah, der hat hier was aufgemacht. Okay, ich konnte gerade reingucken. So. Hier lang. Secret. Tribal Spear. Okay, so bleibt das Ding oben. Nehme ich an, ja. Tribal Spear. Two-Handed Light Weapon. Gib die mal ihm hier. Okay, ein Speer, den ich werfen könnte, der aber nicht so toll ist mit vom Schaden her. Gut. Das Gebiet wäre befriedet, erkundet besser gesagt. Ja, da unten ist ein Loch. Da ging es. Ist theoretisch zur anderen Seite des blauen Kristalles. Und da liegt eine böse Axt. Scroll of Darkness. Ja, das wird gerade das Gegenteil von der Scroll of Light sein. Essen da rein. Speichern wir mal kurz LP 031. Und ich schätze mal, hier ist auch irgendwo ein Hebel, der das Ding hoch macht. Okay. Das heißt, wir können uns jetzt in dem Gebiet da. Ich gebe mir mal wieder frisches Licht zur Sicherheit. Können wir uns in dem Gebiet hier noch fertig umschauen. Also nicht nur, dass da unten, dass da noch der Raum mit den Krabben ist. Ich bin auch neugierig, ob hier unten was ist. Ja, schon mal ein Fisch. Hier ist nichts. Oh, eine Fackel. Kommt mal mit. Und hier ist auch nichts. Okay, wir können also da zurück die Räume erkunden. Wir können das Gebiet da erkunden. Und wir können, oder wir können nochmal diesen... das Ding da versuchen. Ja. Da sind wahrscheinlich zwei Krabben eingesperrt. Ja. So, eine rausgelassen. Wow. Wohin abhauen, wo wir tanzen können. Hier können wir gut tanzen. Wow. Genau. Wow. Genau, so können wir schön tanzen mit ihr. Genau. Aua. Das hat mich getroffen. Das heile ich lieber mal. Sicher ist sicher. Okay, ich vergaß. Sie kann ja noch gar nicht. Du schaltest mal zu deiner Knarre um. Da du kein Mana mehr hast. Oder keine Energie. Machst einen Schaden damit. Das ist lächerlich. Oder schießt daneben. Das ist noch viel schlimmer. Okay, du brauchst dringend auch mal Accuracy. Ja. Das ist ein toller Tanz. Den wir da gerade aufführen. Walztanz mit der Krabbe.
Na komm. Ah, du trink einfach einen Mana-Trank. Wir haben so viele Mana-Wurzeln. So, weg mit dir. Gut. Jetzt die zweite Krabbe, die da drin ist.